So, und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ja, in der letzten Folge war ja dann doch ein bisschen viel wieder zu lesen. Ich unterschätze es immer wieder, wie lang diese Bücher von Schlechter von Ark sind. Und ich werde sie irgendwann nochmal alles zusammenlesen. Das hatte ich auch vor, wenn ich, weil das ist ja die Quest und dann irgendwie alle Teile und die sollen ja irgendwie mit der Story, die widerspiegeln, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall der Schlüssel. Pilzproben aus Festung Nebelwacht borgen. Okay. Und der Forschungsberichte. Eieiei. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin, um... Uiuiui, das fällt aber kompliziert, wenn das da mitten im Gebirge ist. Eieiei. Diese ganzen Brandtürme, ne? Aber einen großen Teil der Karte haben wir, glaube ich, schon, ne? Nur jetzt hier das, was hinten ist, noch nicht. Also diesen ganzen grauen Bergteil. Beziehungsweise die beiden Gebirge jeweils eigentlich nicht, ne? Was ist hier eigentlich? Hier ist nur eine Burg. Mit so Treppen und so alles. Ja, aber sonst haben wir sogar den Großteil der Insel. Also die Hälfte haben wir, würde ich sagen. Den kompletten ja, keine Ahnung. Zerstörtes Geschäft. Da will ich hin. So. Verschütteter Keller brauchen wir ja dementsprechend nicht, weil wir waren hier ja schon mal. So. Das ist zwar schön hier, aber ich glaube, wir sind auf der falschen Seite des Berges. Vermute ich mal gerade. Und ich weiß nichts. Das sieht ganz gut aus. Nee, das ist immer noch alles zu steil. Wie komme ich denn da drüber? Puh. Dann gehe ich mal jetzt in den Zwillingstürm. Vielleicht komme ich von da weiter, wenn ich vom World Trade Center ausgehe. Und ich hätte übrigens auch gerne wieder Tag. Oh, hier ist ein Bett. 5 Stunden, dann dürfte Tag sein, oder? Okay, ich würde sagen, ich gehe erstmal auf das Dach von einem der beiden Zwillingstürmen. Das sind eigentlich wirklich Zwillingstürme? Naja, ja. Und gucke mal, aber wenn ich hier überlege, da vielleicht kann man darüber was. Eieiei, ich sehe es gerade erst mit dem Baum, das ist ja mega geil. Es könnte tatsächlich der Angelpunkt sein, an dem wir rüberkommen. Dieser hier. Alter Leute, guckt euch das mit dem Baum an, der hier runterhängt. Alter, mega geil. Und dann da hinten dieser Wald. Mega geil. So. Oh, hier ist eine Truhe. Auch verschlossen. War gebunden, naja, das nicht, aber
Makellose Granatstein und so, das sind keine schlechten Sachen wiederum. Jetzt frage ich mich, komme ich hier? Hier sind Disteln. Komme ich, oh, wo komme ich denn hier? In die Braunfelsenhöhle. Aha. Oh, hallo. Eieieiei. Sorry. Eieieiei. Naja, gut. Aber ich kann den Käse mitnehmen. Weil trotz, dass wir regenerieren, muss ich ja immer noch, muss ich ja immer noch was zum Not haben. Die Geräusche von der anderen Seite der Tür können einem echt Angst machen. Der Eingang liegt irgendwo auf der anderen Seite des Berges und die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Brock hat uns hier abgestellt, um zu verhindern, dass hier irgendetwas durch diese Tür bricht und den Zwillingstürmen in den Rücken fällt. Und mein Kumpel macht sich in die Hose. Okay. Ne, wie gesagt, ich brauche ja das Essen, um zu gucken, um mich zu regenerieren, wenn ich mal irgendwie zu viel Energie verliere außerhalb des Kampfes. Das ist wirklich blockiert. Ich sehe jetzt hier auch nicht irgendwie einen Schalter oder so. Das ist aber nichts. Nee, die Tür. Das ist anscheinend echt nur die Tür. Kann ich nichts machen. Darunter springen ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja, das ist das Ding. Wie komme ich auf die andere Seite von diesem Berg? Oder kann ich damit vielleicht irgendwie versuche mal einfach hier runter zu kommen, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Wenn irgendwas muss hier ja sein, sonst wäre. Ich höre etwas, aber ich sehe es nicht. Ah, ein Bär. Da. Oh. Ei. Aber nicht so stark, wie ich dachte. Hätte ich als echt stärker eingeschätzt. Hier nehme ich wieder alles mit von den Bienen. Ich bin ja schließlich selbst so ein fleißiges Bienchen. So, und hier haben wir wieder einen schönen, alter, mega geilen Blick. Aber ich glaube, das ist nicht das, wo ich hin will. Und ich glaube, hier habe ich irgendwie das Gefühl, wird es gefährlich. Die alte Dammwacht. Wow! Was? Mein Arkanistenfieber steigt? Hä?
Hä, was ist das? Verdächtiger Erdhaufen. Das ist ein Grab. Schädel, Runen. Oder sind es diese Kristalle? Hä, was ist das? Ich weiß ja nicht, ob es die Kristalle sind oder was anderes. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich bin hier nicht richtig. Nein, ich bin hier nicht richtig. Niemals. Also dieses Haus ist auch komisch. Ich muss nach da oben irgendwie. Oh Gott. Eieiei. Hey! So. Schnell, was ist das denn? Hier ist eine Stadt. Ist die freundlich? Ah! Das ist keine Stadt. Ey! Naja, wenn der Totenkratzer ist, okay. Aber es sind alles anscheinend Gegner, okay. Ich dachte, es geht. Ja, hier sind Runenfallen. Schlecht. Oh Gott. Okay. Ihr seid aufgestiegen. So, danke der Säule. Na. Eieiei. Was ist das denn? Wieso ist hier niemand hier freundlich? So, regeneriere ich jetzt, weil ich eine vegane Suppe, die muss sein, natürlich direkt, weil wir wissen ja, wie gesund vegan ist, die muss mich ja direkt eigentlich komplett 100% Heilung, oder? Wäre sonst nicht vegan. Wow! Ja! Oh mein Gott! Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler, den du begangen hast. Tja, dann muss ich eben eure Stadt plündern. Das geht natürlich auch. Ich dachte, man könnte irgendwie in friedlicher Absicht kommen, aber ist scheinbar nicht. Nee, Eisenerz bräuchte ich eigentlich nicht.
Kelch ist das nur. Ich dachte, das wäre ein volles Becherchen. Ja, schade. Ich dachte, es zieht nicht so viel. Aber das Ganze ist wirklich nur so ein kleines Holzdörfchen. Nicht weiter von irgendwie einer Bedeutung. Oh oh. So. Braunfelsenhöhle. Meine, warte, das ist doch dieselbe wieder. Ei. Oder? Ist das nicht? Das ist doch die. Da waren wir doch schon mal. Braunfelsenhöhle? Zwillingstürme? Nee. Wie hieß die denn? Bei den Zwillingstürmen da. Das war doch auch diese Braunfelsenhöhle. Ja, ganz sicher. Oh oh. Gut, dass man das beseitigen kann. Oh oh. Ihr seid keine Gefahr für mich. So. Und jetzt noch mal extra drauf. Nur für euch. Meine Güte. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Aha. Aber es musste mich auch beruhigen, hier zu laufen, weil der mir irgendwas gesagt von so einer Art Monster oder so. Oder zumindest grummeligen Geräuschen. Ob das jetzt nur irgendwelche Experimente wie hier sind oder wirklich auf eine Gefahr hindeutet. Das wurde nicht konkretisiert. Ich merke schon wieder, ich komme mit reichlich Geld nach Hause. Ist das diese Tür, von der ich zu sprechen vermag? Ja, das ist die Tür. Mein ich doch wohl. Und was befindet sich hier hinter? Oh mein Gott. Ja. Das wäre jetzt so ein Trick, ne? Der kann mich hier nicht angreifen, aber ich könnte mich heilen. Ich würde dich auch machen. Bis ich hier auch voll bin. Und dann können wir ja mal nochmal gucken. Antal ist das. Ja, da kann ich eine Antalnahme. Puh. Der kommt nämlich nicht durch das Tor durch. Tricky, tricky, know your, know your battle arena. So. Eieieiei. Greif mich bitte nicht an. Oh, oh. Puh.
Puh. Das war. Also dieses Nomadending ist halt wirklich anscheinend echt nur für so Zauberer geeignet. Da ist noch eine Tür, da kann ich gleich mal durch. Da sind Runen, da wird sich nicht reingehen gerade. Vorausgegenstände. Also ich esse jetzt erstmal die Dinger, wovon ich immer nur eins habe. Achso, nein, Gesellbuch habe ich falsch gemacht, ja. Honig und Käserad und ein Käsestück. Sowas brauche ich nicht. Achso. So, jetzt müsste ich gut, ne? Scheiße. Ich bin zwar schon gut im Schlösserknacken, aber. Oh. Das Problem ist, dass die hier rare sind, die Dietriche. Boah, ich hoffe, die Truhe ist es wert. Ja. Zumindest scheint es. Okay. Jetzt weiß ich, wo das Grollen herkam. Und ich habe einen direkten Verbindungsweg von diesseits der Berge bis jenseits der Berge. Aua. Puh. Nicht schlecht. So, ich mache aber jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.